BR101 Expert Trainingsmodul und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Guten Simple 4 der Morgen und Dennis herzlich willkommen zu Spitters. Ihrem Training mit der BR101. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie die Lokomotive und den Steuerwagen im geparkten Zustand richtig einrichten. Normalerweise gibt es eine Checkliste, aber unser Drucker hat mal wieder gestreikt. Deshalb erkläre ich Ihnen Schritt für Schritt, was Sie tun müssen. Außerdem gibt es eine PDF-Version, die Sie einfach herunterladen und verwenden können. Zuerst schauen wir uns die Lok an und überprüfen, ob es keine Radvorleger oder externen Versorgungskabel und eine Oberleitung über der Lok gibt. Gut, dann machen wir das mal. Steht sie. Jetzt können Sie Führerstand 1 betreten und den Batteriestrom für die Lok aktivieren. So, schließen wir mal beide Türen. Genau, dann setzen Sie sich nun auf den Lokführersitz in Führerstand 1 und warten Sie, bis die Displays vollständig hochgefahren. Wenn die Bildschirme hochgefahren sind, ach, stellen seht mal. Sie den Richtungsschalter auf V und überprüfen Sie, ob bereits Informationen oder Störungen auf dem Bildschirm angezeigt werden. So. Setzen Sie den Richtungsschalthebel ein. Stellen Sie den Richtungsschalter auf neutral, während wir den Führerstand vorbereiten. Während die Lok gestartet wird, können Sie überprüfen, ob alle Schalter an beiden Führerständen und im Motorraum in der Standardposition sind. Sie können diese aus dem Handbuch entnehmen. Stellen Sie währenddessen das SIFA-Absperrventil im Motorraum auf aktiviert. Gut, jetzt müssen wir in den Motorraum, also den Maschinenraum. Das ist sehr schön. So, da. Soll irgendwo jetzt der SIFA-Knopf sein? Nee. Bereiten Sie alle Steuerungen zum SIFA auf Öffnen. So. Dann können wir wieder zurückgehen. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Druckluft ist zu gering. ZSG. Aha. So. Geht jetzt noch was hier oder? Verwenden Sie das Display, um nach vorhandenen Defekten zu suchen. Wenn es welche gibt, versuchen Sie, sie zu beseitigen, bevor Sie fortfahren. Wenn Sie nach der Auswahl eines Eintrags V ist gleich 0 drücken, werden Ihnen Korrekturmaßnahmen angezeigt. V ist gleich 0. Aha.
V ist gleich 0. Soll ich denn das drücken? Heben Sie nun den Aha, Stromabnehmer okay. und schließen Sie den Hauptschalter. Störung, 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 Störung. Lösen Sie die direkte Bremse und drehen Sie den Bremsventilschlüssel. Habe ich. Komm schon, hab ich doch. Jetzt registrier das doch mal. Die war schon lange gelöst. Ach komm schon, es ist jetzt nicht wahr, ey. Endlich. Jetzt beginnen wir mit dem Bremstest. Reduzieren Sie den Druck in der Bremsleitung mit dem Führerbremsventil auf 4,2 bar und vergewissern Sie sich, dass die Bremsen der Lokomotive angelegt werden. Verwenden Sie dazu den C-Druckmesser. Dann können Sie die Bremsen wieder lösen. Legen Sie da. Nach der Überprüfung der pneumatischen Bremssteuerung schalten wir auf die elektronische Bremssteuerung um, indem wir die Auswahl ELPN auf EL stellen. Danach führen Sie die gleichen Schritte wie bei der Überprüfung der pneumatischen Bremse durch. Ach, ich mach mich für dich. Wir fahren mit der Überprüfung der direkten Bremse fort. Boah. Betätigen Sie dazu einfach die direkte Bremse über 2 bar. Prüfen Sie, ob die Bremsen tatsächlich angelegt werden und lösen Sie sie anschließend. Und nun der letzte richtige Test für diesen Führerstand. Prüfen Sie mit Hilfe des Pedals, ob das Makrophon funktioniert. Würde sagen, ja. Jetzt können wir loslegen. Legen Sie die direkte Bremse an, damit wir nicht wegrollen, und lösen Sie die Federspeicherbremse.
Federspeicherbremse. So, habe ich. Lösen Sie die direkte Bremse. Mein Gott. Ich musste 2 Stunden vorher aufstehen, um das alles zu machen. Wahnsinn. So, jetzt nochmal ankoppeln anscheinend. Ja gut, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Und natürlich haben wir noch was vergessen, und zwar in der ganzen Eile die Spitzensignale. So. So, jetzt sollen wir noch ankoppeln, anscheinend, so wie ich das sehe. Aber eine Menge zu tun vorher, bevor man überhaupt losfahren kann. Also das ist schon echt sehr, sehr real gemacht, das muss man wirklich sagen. Aber gefällt mir. Genau so ist das im Vorbild. Wunderschön, wunderschön. So. So, da schauen wir uns mal von außen an, würde ich sagen. So, dann koppeln wir mal an. Nach dem Kuppeln können Sie eine Vollbremsung durchführen und den Führerbremsventilschlüssel schließen. Störung. So. Stellen Sie nun den ZXS-Schalter auf ZWS. Schalten Sie die Spitzensignale aus, stellen Sie den Richtungsschalter auf 0 und entfernen Sie ihn. Okay, der muss auf ZBS gestellt werden. Das ist links. So. Soll die Spitzensignale deaktivieren, dass das komplett ausmachen anscheinend. Richtungsschalter auf 0 und den entfernen.
Genau. Damit ist unsere Arbeit an der Lokomotive abgeschlossen. Nächster Halt, Steuerwagen. Gehen Sie dorthin und betreten Sie den Führerstand des Steuerwagens. Aber natürlich. Sehr, sehr schön. Ach, das wird wahrscheinlich genau die Tür öffnen. So, dann steigen wir mal ein in das gute Stück. Stellen Sie zunächst den Schalter für die Zugspitzensignale auf ein. Betreten Sie dann den Führerstand und stellen Sie die Spitzensignale auf Zugspitzensignale. So, das ist der Führerstand bzw. der Steuerwagen. Ihr seht das hier mit den Fahrradständern bzw. mit diesem, wo man die Fahrräder halt reinstellen kann und auch abschließen kann. Und da ist der erste Passagierbereich. Und ich würde sagen, wir machen genauso weiter wie die freundliche Dame hier von uns. Zugschlossleuchten auf. Ein. So. Dann sollen wir uns hier hinsetzen. Wir schließen aber erst natürlich wieder die Tür. Achso. Das müssen wir natürlich noch machen. Das Ganze auf Zugspitzensignale. So. Aktivieren Sie nun SIFA, indem Sie das Absperrventil auf offen stellen. Danach Ach, können da. Sie sich auf den Lokführersitz setzen. So. Jetzt setzen wir uns hin. Stecken Sie den Richtungsschalterschlüssel ein und stellen Sie ihn auf V. Zack. Um zu überprüfen, ob die ZWS-Verbindung funktioniert, öffnen wir den Hauptschalter und senken den Stromabnehmer. Danach heben wir den Stromabnehmer und schließen den Hauptschalter wieder. So, hat er das jetzt gemacht oder? Natürlich nicht, warum nicht? Ach, das ist doch ein Dreck, ey. Ah, ich habe Senken und Sanken gemacht, okay. Schließen Sie den Hauptschalter. Hab ich doch. Ach, jetzt erkennt er das nicht. Ich weiß. Das ist doch wieder ein Blödsinn, echt.
Ach Leute, das ist nicht fair. Das ist nicht fair. Was habe ich denn? Der senkt auch überhaupt nicht. Raff ich nicht. Tja, das war's dann wohl. Komm hier nicht weiter. Der reagiert nicht. Das ist doch echt zum Kotzen, echt. Macht keinen Spaß. Hallo, reagier doch mal. Tja, soll ich noch machen? Geht leider nicht weiter. Es tut mir furchtbar leid, aber was soll ich tun? Ich hätte euch gerne noch mehr gezeigt, aber ihr seht ja selber, irgendwie kommt man hier nicht mehr weiter, obwohl ich alles mache. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Tja, Speichern ist hier leider nicht vorhanden. Ich habe auch keine Lust, das nochmal anzufangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Macht doch keinen Spaß. Tja, es tut mir leid, aber hier an dieser Stelle endet das Training, weil ich den Hauptschalter nicht geschlossen bekomme. Tut mir furchtbar leid, aber es geht einfach nicht weiter. Das war's erstmal mit dem First Look auf diese beiden Fahrzeuge. Ich hätte euch gern mehr gezeigt, aber wie gesagt, ihr seht ja, was wir noch hätten alles tun können. Aber wie gesagt, irgendwie reagiert er nicht mehr. Ist wahrscheinlich ein Bug oder so, ich weiß es nicht.
Ich kann es euch leider nicht sagen. Ich hoffe, es hat euch erstmal soweit gefallen. Es wird auf jeden Fall noch ein Szenario kommen und einiges mehr an Videos. Das war es erstmal mit dem First Look. Wie gesagt, ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß nicht, was ich noch tun soll. Es ist wirklich sehr, sehr schade. Aber ja, er reagiert einfach nicht. Was soll ich noch tun? Ich kann es einfach nicht mehr ändern. Was soll ich tun? Reagiert ja nicht. Ich habe alles so gemacht, wie es mir gesagt wurde. Selbst der Strom hat immer wenig gesenkt. Ich könnte vielleicht noch ganz kurz in die Lok gehen. Vielleicht ich da was erreichen. Ich versuche es mal. Selbst da wird hier nicht gesenkt. Da muss man sich mal vorstellen. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr heute. Es tut mir furchtbar leid. Aber ihr seht ja selber, wo der Fehler liegt. So, einen Versuch mache ich noch. Einen Versuch noch. Nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich habe einfach keine Lust mehr. Es bringt doch nichts. Ihr seht es ja selber. Es hat einfach keinen Wert mehr. Beenden wir das an dieser Stelle. Mit dem Video. Es hat keinen Wert mehr. Dass wir hier überhaupt noch irgendwas machen. Es bringt doch nichts. So, das war's dann, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat fürs Erste, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt es in die Kommentare, was ihr da so von haltet, von dem neuen, von den beiden neuen Fahrzeugen. Wie gesagt, Release morgen.
den 8.8.2024 zwischen 17 und 19 Uhr, schätze ich mal so. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, habt einen schönen Mittwoch, passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer Dedenis Spieters. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenis Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.